Und die Axt ist immer noch 59%. Ja, die ist richtig cool. Also wenn wir das nächste Mal losziehen, um Steine zu holen von der Insel mit den Augen, sollten wir auf jeden Fall vorher die Gold-Pickaxe erforschen. Ich habe auch schon ausprobiert, ob die goldene Axt stärker ist als ein Speer, aber war sie nicht. Also auf eine Spinne musste man genau wie mit dem Speer dreimal einschlagen, bevor da irgendwas umgekippt ist. Aber na gut, einen goldenen Speer gibt es leider nicht, also noch nicht. Mal gucken, was da in den nächsten Tagen noch so kommt. Weil laut Hauptmenü gibt es in 10 Tagen wieder ein Patch. Und es soll ja weiterhin schwieriger werden. Also diese Senkung der Preise, die wir jetzt gerade hatten bei den Forschungspunkten und die Erhöhung der Preise, wenn man die Sachen in die Forschungsmaschine packt, das soll alles so eine Übergangsphase sein. Bin ich echt gespannt, was dabei rauskommt. Aber, boah, dauert ja nicht mehr lange. So, Tag ist auch schon gleich wieder rum. Dann nehmen wir noch ein bisschen Gras mit für die Fallen. Und vielleicht die Beeren da oben auch noch. Jo, es wird spät. Zack, zack. Ja, doofer Truthahn. Ja, genau, verschwinde. Muss irgendwas gedüngt werden? Nein. Dünger mitnehmen. Jo. Du auch noch. Schweine sind alle zu Hause. Sehr schön. Kohle. 1, 2, 3, 4, 5. Die Falle nochmal checken. Die Falle auch. Oh, ist kaputt. Ja, wir müssen definitiv jede Menge davon bauen. Aber erstmal das Wichtigste, der Kochtopf. Kann man nicht auf das Feuer stellen. Na gut, dann tun wir das mal dahin. So, und wir brauchen was zu essen. 1, 2, 3. Stinkfrucht. So, und jetzt werfen wir einfach mal Fleisch in den Kochtopf. Oh, wir können Fleisch kombinieren mit Beeren. Ah, muss die richtigen Rezepte kennen. Okay, Fleisch mit Beeren mit Samen? Nein. Fleisch mit Samen? Nein. Beeren mit Samen? Nö. Oder muss einfach nur alle 4 Slots voll machen. Ja, na gut. Und das köchelt jetzt. Okay. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. So, hier oben Fallen wieder einsacken. Zack, zack, zack. Auch kaputt gegangen. Na gut, wie viel können wir denn bauen? 2 Stück. Nicht viel, aber jedes bisschen hilft. Eine Falle, 2 Fallen. Und wir haben ja genug Gras bei uns im Sichtradius. Es ist schade, dass die Schweinehütten nicht mehr Licht produzieren. Aber ich glaube, wir können unbeschadet da in diesen Grashaufen reinlaufen. Wenn nicht, flitzen wir einfach ganz schnell wieder zum Feuer. Also wenn irgendein Geräusch kommt oder er sagt, es ist ganz schön dunkel. Oh, 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 oh. Danke, Schweinchen. Jetzt haben sie Licht an. Wenn ich hinlaufe, machen sie es aus. Was für ein Arschlöcher. Na gut, ich habe auch all deren Vorfahren bisher schon umgebracht, also ist das wohl gerechtfertigt. Düng, düng. Du kommst da wieder raus. Du kommst da wieder rein. Und die... Ah, das Essen ist fertig. Sehr schön. Und wir bekommen eine Fleischsuppe. Okay. Ich schmeiß mal 4 Beeren rein und guck, was passiert. Ich hoffe mal, es kommt keine Fleischsuppe mal raus. So. Du kommst da rein. Und sind die stapelbar? Das wäre schick. Wenn nicht, wäre es wahrscheinlich ganz schön übel. Außer sie bringen volle Leben und volle Hungerbalken. Das Feuer hält irgendwie länger, kann das sein? Sonst haben wir mal 5 reingeschmissen und... Naja, doch, geht langsam runter. Na gut, wir wollen mehr Gras sammeln. Für mehr Fallen, für mehr Fleisch, für Schweine anlocken, für besseres Fleisch. Das ist so der nächstgelegene Plan. Außerdem können wir das Gras auch schön zum Verforschen nehmen, um halt die goldene Pickaxe zu erforschen. Und was war das andere? Goldene Schaufel?
Wir benutzen die Schaufel eigentlich ziemlich selten. Obwohl die ganzen Baumstümpfe hier... Ne, das war unser Feuerschutzwall, das ist schon okay. Aber ja, Holz haben wir sehr wenig, das können wir mal kurz machen. Wir suchen uns ein paar große Bäume raus und choppen die kurz um. Zack, 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 zack. Ah, stimmt, ich wollte testen. Also. 54. 1, 2, 3, 4. Also ich hätte schwören können, in diesen drei Videos, die verloren gegangen sind, als ich das getestet habe, dass nach dreimal 1% runtergegangen ist. Aber es gab in den letzten zwei Tagen auch zwei Hotfixe. Also wurde zweimal gepatcht, ohne dass irgendwas angekündigt wurde. Vielleicht wurde da irgendwas gedreht. Aber warum gerade sowas gehotfixt werden müsste, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Aber na gut. Was richtig schön wäre, wenn die Yaks irgendwann respawnbar wäre. Dann könnte ich meine Schweinegang nehmen und auf Yak-Jagd gehen. Yak-Jagd, das klingt auch irgendwie komisch. Na gut. So, und 12 Holz haben wir schon. Die Kohle hätten wir auch mal im Lager lassen können. Aber irgendwie kommt es mir so vor, ich gehe immer auf Tour, komme dann zurück ins Lager, sortiere dann 5 Minuten mein Inventar aus, nur um am nächsten Tag das Ganze wieder mitzubringen. Das ist irgendwie... Und genau deswegen habe ich auch immer den Rucksack an. So, du bist schon wieder fast fertig. Oh, da haben wir was anders aussehendes. Das ist doch schick. Also je nach Rezept sieht es auch anders aus, wenn es fertig ist. Was haben wir jetzt? Wir haben... ein Fruchtemedley. Okay. Wir nehmen jetzt mal wieder Fleisch, Fleisch und Monsterfleisch. Oh, das wäre schick. Wenn wir jetzt aus Monsterfleisch irgendwas machen könnten, was nicht Schaden verursacht. Gucken wir mal. So. So. Und wenn wir irgendwie alte Sachen wiederverwerten könnten. Jetzt haben wir die Äxte. Die alten Äxte brauchen wir jetzt ja gar nicht mehr. Also die eine alte Axt. So. Zack. Wehe, du klaust was aus dem Topf da. Ja, genau du. Dich habe ich angesprochen. Oh, ein Kürbis ist fertig. Sehr schön. Dann können wir wieder so eine Kürbislaterne bauen und sie diesmal nicht kaputt hauen. Ich hoffe, die Schweine werden das gleiche tun. Wir brauchten dafür Kürbis, Fireflies und... das war's. So. Die stellen wir mal oben bei dem Gras auf, dass wir da auch arbeiten können in der Nacht. Einfach da so hin. So, ist sogar aus. Geht das also automatisch an? Das wäre irre praktisch. Ja, behalten wir im Auge. Und auch, ob die Schweine da vielleicht nachts draufschlagen oder irgendwelche Wölfe ranknabbern oder irgendwas in der Richtung. Oh, das Essen ist fertig. Drück die Daumen, dass es essbar ist. Es ist ein Meaty Stew. Das heißt, es dürfte theoretisch keine Schadenspunkte verursachen. Gucken wir mal. Wir sind bei 37 Essen. Wusch. Ja. Mal eben 33 Hunger gestillt und Lebenspunkte auch generiert. Ich glaube 4 oder 5. Sehr schön. Das heißt, wir nehmen die Hälfte richtiges Fleisch und den Rest Monsterfleisch und kriegen was Gutes dabei raus. So. Was wollten wir noch verkochen? Das können wir noch verkochen. Und die Karotten. Da kommt bestimmt wieder so ein Früchtecocktail raus. Wir sind bei 67. Ha. Okay, Früchtecocktail bringt nur 20 Nahrung. Aber dafür anscheinend mehr Lebenspunkte. 1, 2, 3, 4. Kochen. Ich brauche mehr von diesen Töpfen. Die sind echt praktisch. Aber ja, definitiv eine schöne Ergänzung zu unserer kleinen Farm. Und es wird dunkel. So, fängst du an zu leuchten? Ja, tust du. Sogar gar nicht so schlecht. Behalten wir im Auge. Und wir brauchten auf jeden Fall noch mehr Farmplots. Speedy Farmplot. Jo. Kommt doch bitte mal. Seit wann brauchen die so viel Platz? Wir konnten die doch hier direkt nebeneinander setzen. Okay, dahin. So. Oh, können wir gleich noch einsetzen? Sehr schön. Nein. Also ordentlich ist was anderes. Ich hoffe mal, dass es
Warum müsst ihr nicht gedüngt werden? Ja, also ordentlich ist was anderes. Ich hoffe mal, dass man in der Zukunft das irgendwie an einem Raster ausrichten kann. Ich bin ja so ein wenig ordnungsfixiert. Jedenfalls, was sowas angeht. Oh, und wieder was anderes zu essen. Licht, 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 Licht. 2, 3, 4, 5. Ja, ich lasse mich zu leicht ablenken. Also ja, es ist wieder was anderes zu essen. Diesmal hatten wir viermal die gleiche Mahlzeit genommen. Also diese Auberginen. Und die waren vorher gekocht. Das andere Mal waren es ja irgendwie Beeren gewesen, aber die waren roh. Da kam der Früchte-Cocktail raus und jetzt haben wir Ratatouille. Okay. Schon mal drei Rezepte. Die packen wir mal hier hin. Können wir Fireflies verkochen? Nur mal so. Nee. Aber es wäre lustig gewesen, so ein bisschen rumexperimentieren. A la Alchemist. Und noch ein Samen. So. Aber allgemein sehr cool. Wir können die Sachen strecken. Also werfen irgendwas Essbares rein. Also was Gutes Essbares. Und strecken es mit Monsterfleisch, was ich jetzt vergessen habe. Und mit Samen, die wir ja eigentlich recht häufig finden. Oder mit Holz. Ja, ich werde auf jeden Fall sehr viel damit rumexperimentieren. So. 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 Und da ist eine neue Falle ausgelöst worden. Sehr schön. So, die Feiglinge machen das Licht aus, aber dank des Kürbisses haben wir hier jetzt auch genug Licht. Sehr schön, wir brauchen mehr Kürbisse. Aber hier kommt, glaube ich, was anderes bei raus. Und wir haben gleich Vollmond. Ha. Also die letzte Folge, die ihr gesehen habt, also vor dem Crash sozusagen, war Tag 50. Jetzt haben wir es eine Woche später. Also mit etwas Pech kommen in ein, zwei Tagen die Wölfe. Müssen wir mal gucken. So, das köchelt, das köchelt. Ich wollte die Kohle hier lassen, damit ich sie morgen nicht wieder mitschlepp. Ich wollte den Flint hier lassen, weil ich die Axt nicht so häufig austauschen muss. So. Und Tannenzapfen. Könnten wir einfach mal wieder hier irgendwo hinpflanzen. So. Ist zwar nicht eine super Wand gegen Feuer, aber es ist schon mal anfangen. Dann können wir dahinter später unsere riesige Baumfarm aufstellen. So, soll reichen. Ja, du bist kein Schwein, das ist vollkommen richtig. Bin ich auch stolz drauf. So, und wieder ein Ratatouille. Genau, sehr schön. Ratatouille war da. Und sie sind nicht stapelbar. Das ist sehr ärgerlich. Ha. Können wir Ratatouille und Ratatouille wieder reinwerfen? Nee. Oh, das ist ärgerlich. Da brauchen wir richtig viel Lagerplatz. Hm. Okay, das versetzt mir gerade einen leichten Dämpfer. Was passiert, wenn wir viermal Monsterfleisch kochen? So. Also wenn wir genug Ressourcen hätten, dann könnten wir einfach ganz viele Kochtöpfe aufstellen und das Essen einfach drin lassen, solange wir Hunger haben. Dann daraus Essen was Neues reinschmeißen. Aber so ist es gerade ein bisschen ungeschickt. Na gut, mehr Gras. Der Kürbis steht immer noch, wurde nicht in der Nacht zerfetzt. Schon mal gut. Und Falle checken. Zack. Neue Falle aufstellen. Also wirklich hinterher mit dem Fleisch kommen wir nicht. Da brauchen wir noch wesentlich mehr Fallen. Eins. Zwei. So, tun wir da hin. Vielleicht sollten wir sie auch irgendwo hinstellen, wo nicht unbedingt immer Schweine und wir rumlaufen. So, hier. Was fehlt jetzt für die Fallen? Immer noch Gras. Ich verbringe hier echt die ganze Zeit damit, noch Gras zu sammeln. Das ist irgendwie ein wenig komisch. Aber gut. Also Gras und Dünger, um die anderen Sachen zu düngen. Ich glaube, ich versuche mal jetzt nach und nach einzelne Schweine umzubringen. In der Hoffnung, dass es keine Wehrschweine werden. So, komm mal mit.